Hallöchen meine Freunde, weiter geht's bei Let's Play Gothic. Wir laufen jetzt zum alten Lager. Dort gucken wir mal, ob Milton da steht und dann laufen wir zum Ohrgebiet und suchen Xardas. Ja, es war echt doof, dass ich den vierten Kreis gelernt habe. Ich hätte doch lieber zwei Hände auf Stufe 1 lernen sollen. Naja, ich hoffe mal, wir kriegen noch genug Lernpunkte. Wir kriegen sicher noch genug Lernpunkte. Trotzdem fand ich es ein bisschen unnötig bis jetzt, weil wir uns gar keine Rune gekauft haben, die man ab Kreis 4 benutzen kann. Naja, egal. Haben wir es einfach jetzt gelernt. Ist ja nicht so schlimm. Einhänder haben wir gekriegt. Hier den leichten Zweihänder. Zweihänder meine ich nicht, Einhänder. Den haben wir einen Tempel abgenommen. Da war eh böse auf mich. Dann wollte ich mal gucken, wie viel Schaden das Ding macht. Und dann habe ich das Ding mir einfach mal ausgeliehen. So. Wir laufen jetzt aber hier entlang. Und jetzt gucke ich mal, ob Milton da steht. Ich sehe da gerade schon ein paar Gardisten auf jeden Fall. Und was ich gerade sehe, ich habe die Heilung gar nicht aktiviert. 7 ist es, okay. Wir verstellen ein paar Tränke davon nochmal. Und nochmal hier so einen Trank. So. Ich hoffe mal, die haben keine Armbrüste. Armbrüste. Ist die Mehrzahl von Armbrüste? Okay, die haben keine Armbrüste. Das finde ich gut. Hallo? Was ist da? Ja. So. So. Probe Schwert. Okay, da steht Milton. Habe ich mir doch gedacht, dass Milton da auch auf uns wartet. Warum ist das Tor eigentlich offen? Ich habe gedacht, die hätten es versperrt. Sie sind alle tot. Alle tot. Ich konnte nicht helfen. Ich war unterwegs. Ganz ruhig, Milton. Ich habe Diego auf der anderen Seite des Lagers bereits getroffen. Gut, dann weißt du ja Bescheid. Was sagte Diego? Wenn ich Gorn und Lester finden kann, werde ich sie warnen und zu eurem Versammlungsplatz schicken. Viel Glück und pass auf dich auf. Okay. Ah, jetzt ist das Tor auch zu. Okay. Das sind aber viele. Wollen wir mal ausprobieren. Das Doofe ist halt, dass die eine Armbrust haben. Das finde ich... Fletcher steht da. Greifen die mich eigentlich an? Ich denke schon, oder? Naja, greifen wir sie eben zuerst an. Okay, der Gardist mit dieser Einrüstung hat eine Armbrust. Fletcher auch, sieht so aus. Und Milton, hilfst du uns? Ja, du hast den Feuerball dabei. Sehr gut. Hä? Kann ich auch was machen? Ich kann ja gar nicht irgendwie... Check. Hallo? Ich? Hä? So. So geht das. Das war irgendwie ein Fail. Habe ich eigentlich Erfahrung bekommen, weil Milton den getötet hat? Oder weiß ich auch, weiß ich irgendwie nicht. Kannst du bitte dich wieder hinlegen? Genau, Milton. Hau Feuerbälle drauf, wenn sie sich hinlegen. Das finde ich gut. Wenn sie wieder aufstehen. So, machen wir bitte schneller. Ich möchte ihn nochmal schnell ausnehmen. Macht er gut. Finde ich cool. So, ist nur noch der eine da. Der mit der Rüstung. Ich glaube, der hat sogar einen Namen. Oder? Oder ist es nur ein Gardist? Das ist nur ein Gardist. Okay. So. 200 Erfahrung bringt er. Was hat er? Ein Gardeschwert. Ich hätte gerne eine gute Einhänderwaffe. Müssen wir halt eben so machen. Mit einer Fleischwanzenverzauberung könnten wir da unten durchgehen. Aber das machen wir jetzt erstmal noch nicht. Ich würde sagen, dann gehen wir später rein. Obwohl wir da eigentlich ziemlich viel Erfahrung kriegen könnten, gell? Aber ich würde sagen, wir suchen erstmal Xardas. Ja, wir suchen erstmal Xardas. Und dann können wir noch... hier noch rumlaufen und so.
vorm Ende oder ein bisschen zwischendrin halt. Wir sind ja schon im vierten Kapitel. Ich glaube, es gibt nur vier. Was heißt nur? Es sind ja gute Kapitel, gute Einteilung. Aber ich meine, es gibt vier. So, nehmen wir schnell mal einen 100er Heiltrank und nochmal schnell einen 70er. Und dann gehen wir endlich mal ins Ohrgebiet. Da waren wir noch nie drin. Oder doch, es kann sogar sein, dass wir da schon mal drin waren. Aber nicht so bewusst. Nicht so richtig halt. Oh, das sind noch mehr Gardisten. Greifen die mich an? Nein, nicht weg. Ah, oh, die greifen mich an. Ich stecke aus Versehen die Waffe weg. Muss das jetzt sein, dass die beide eine Armbrust haben? Muss das sein? So. Stecken wir uns mal hinter den Baum und heilen uns. Speichern wir nur schnell und das Schwert wird gezückt. Ah, jetzt habe ich das Schwert aktiviert. Oh, habe ich jetzt dieses Schwert aktiviert? Nein, nicht wieder. Was macht er jetzt? Jetzt holt er die Heilung auf. Jetzt hat er den Bogen rausgeholt. So. Also Nummer 1. Oh, sie kommen näher. Oh. Okay, dann bleibt doch mal da nochmal stehen. Bleibt da nochmal stehen, meine ich. So, 30er Heiltrank bringt viel, weil wir nur 30 Mana haben. So. Kann ich euch so erwischen? Ja. Aber er mich anscheinend nicht. Stark. Sehr gut, dann hauen wir erstmal den einen Gardisten weg. So. Ein bisschen Feuerbälle draufhauen. Jetzt ist er weg. Und jetzt nur noch du. Ach, der macht ja gar nichts. Hallo. Na, wie geht's dir so? Komm, pass auf, ich komme von hinten jetzt, oder? Bam. So. Und es ärgert mich immer noch, dass man den nicht umbringen kann. Ich meine, wir sind ja gleich im Ohrgebiet, dann sind die sowieso tot. Das sind ja dann keine Menschen mehr. Na, wir können es aber anders machen, oder? Warte mal, wenn der aufsteht. Wenn der aufsteht, dann kann ich mit dem Bogen töten, weil mit dem Bogen stirbt er, genau. Dann kann er nicht mehr aufstehen. So, hier ist noch eine Truhe, bevor wir zum Ohrgebiet gehen. Okay, da ist nur Bier drin, einfach nur für die Gardisten, ein bisschen Bier noch. Was denn sonst? Okay, jetzt sind wir im Ohrgebiet. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir hier eine Chance gegen die Monster haben. Und da sind schon ein paar Ohrkunde, sehe ich. Ich renne einfach mal. Uah. Ist das nicht ein bisschen wenig? Naja, haben wir gerade gespeichert, ne? Dann speichern wir halt nochmal. Gucken wir mal. Oh, oh. Hier kriegen wir viel Erfahrung. Ist ja nicht so, dass es ein bisschen viele sind hier. Ich kann auch gar nichts machen. Toll. So. Habe ich Mana? Okay, Mana. Naja, nicht so voll. Naja, komm. Hauen wir einfach mal. Nicht auf den. Nein, nicht auf den. Den Zauber kann man irgendwie nicht mehr abbrechen, habe ich das Gefühl. So. Das Doofe ist halt, dass die einen umkreisen. Einen haben wir auf jeden Fall schon. Hallo, schlag doch beim ersten. So, genau. Na super, das ist ein bisschen doof hier mit der Steuerung, wenn so viele da sind. Besonders wenn es hier so Ork-Hunde sind, die die ganze Zeit um einen herumspringen. So. Ich bin schneller als ihr. Hoffe ich mal. Bogen haben wir fast nie benutzt, oder? Doch, bei dem, als wir den Alman nachgeholt haben, da haben wir den benutzt. Machen die irgendwas? Machen die was? Ja, die machen was. Oh. Leider kann ich mich nicht im Bewegen heilen, wie bei Risen.
Das geht leider nicht. Komm. Schnell, renn, spring! Ich hätte eigentlich weggehen müssen, weil ich glaube, die haben dann für uns abgelassen, gerade eben kurz. So. Oh. Ich meine, hätte ich eine Chance oder würden die meinen Schlag nicht unterbrechen? Ja, ich bin sowieso gleich tot. Dann, hätte ich eine Chance und sie würden... Oder gehen die echt weg jetzt? Wenn die jetzt weggehen, dann wäre es ja cool. Weil ich lebe ja noch. Aber ich glaube, die haben Hunger und essen mich lieber. Ja, die essen mich lieber. Naja. Dann machen wir das anders. So, ich hau mal sowas rein. Und versuche die mal ein bisschen herzulocken. Ein bisschen einzeln. Ein paar. Aber können die nicht ein bisschen schneller sein? Eigentlich. Reicht es schon? Weiß es nicht. Ich probiere es einfach mal. So, die drei kommen. So. Ich weiß gerade, wie viel Erfahrung kriegen die? 120? Hallo? Oh, lass mich doch mal schlagen. Mann. Kannst du mal bitte den einen jetzt tun? So, erster weg. Zweiter weg. Jetzt noch du. So. Dritter weg. Und ich sehe gerade schon, die Folge ist wieder vorbei. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wo wir dann weiter gegen die Ork-Gesellen kämpfen. Bis dann. Ciao.